aus einer gesamten Baugruppe eine Struktursimulation von einigen Bauteilen erstellen. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Sie werden sehen, wie man auf der 3D Experience die Bauteile auswählt, die man braucht, wie auch einige praktische Hinweise und Befehle für die Erstellung von Finite-Elemente-Modellen. Fangen wir gleich an. Hier haben wir aus einem Bagger eine statische Simulation erstellt. Nur mit einigen Bauteilen, mit dem Löffel und ein paar Bauteilen oben. Die Last ist unten gestellt. Die oberen Bauteile sind fix. Schauen wir die Ergebnisse kurz an. Das sieht man, wie unten das Ganze verschoben wird. Das interessiert uns gerade nicht. Kommen wir zurück zu der Modelldefinition. Wie Sie wahrscheinlich schon kennen von der 3D Experience, unten kann man das Menü nur mit Ikonen oder mit der ganzen Beschreibung darstellen lassen, damit es leichter ist, um die Sachen zu erklären und auch zu erwähnen. Wir haben den üblichen Baum, wo man Simulation, Modell, Szenariodefinition und Ergebnisse anschauen kann. Wir gehen zu der Modelldefinition. Es gibt mehrere Menüs und unter Setup gibt es einen Befehl, der heißt Contributing Shapes Manager. Wenn wir darauf klicken, bekommen wir in ein Fenster die Möglichkeit auszuwählen, welche Bauteile für uns interessant sind. Also von der ganzen Baugruppe haben wir nur einige Bauteile erstellt. Wenn ich jetzt noch mehrere auswählen möchte, muss ich einfach die Geometrie anzeigen lassen und einfach draufklicken. Das Bauteil, den, wie auch immer. Klicke auf OK. Sie sehen, dass ich immer mit der rechten Maustaste zum Visualization Management damit spiele. Das ist sehr praktisch, um die Geometrie einzublenden, auszublenden oder nur die ausgewählte Geometrie darstellen lassen. Zum Beispiel jetzt haben wir die neue Bauteile ausgewählt, sind hier gezeigt, aber immer noch ohne ein Netz. Ebenfalls kann man die Netze, das Finite-Elemente-Modell darstellen lassen oder ausblenden. Auch wichtig, wir sind jetzt in der Structural Model Creation, auch zum Erwähnen Model Creation. Direct Experience funktioniert mit verschiedenen Apps, das kann man immer anklicken und es wechselt sich die Applikation und dem entsprechenden Menü. Wenn wir auch direkt mit Doppelklick vom Modell zum Szenario draufklicke, ändert sich automatisch. Auch wenn ich zu der Baugruppe gehe, wird automatisch mit Assembly Design zum Assembly Design dargestellt. Ich will das nicht, ich bleibe in meinem Modell. Noch ein paar Sachen über die Auswahl von Bauteilen. Ich kann einfach den ganzen Baum darstellen lassen mit allen Körper, mit allen Bauteilen. Ich kann nur die ausgewählten Bauteile darstellen lassen, damit ich einen besseren Überblick habe und auf der grafischen Oberfläche anklicke, was ich brauche. Oder ich kann auch hier mit der dritten Option die einfachen Körper darstellen lassen. In diesem Fall haben wir nur 3D Shapes, also Körper, aber man könnte das einblenden oder ausblenden, hätten wir Abstraction Shapes drinnen. Immer dass ich kann alles machen und wenn ich auf OK klicke, wird alles ausgewählt. Vielen Dank.